Ja, ich werde manchmal gefragt, was meinst du eigentlich mit Matrix World? Was versteckt sich dahinter? Ich sag dann, die Matrix World ist das Gegenteil von eurer Welt. Eure Welt ist kalt, kraftraubend, eine Ellbogen- und Konsumgesellschaft. Das Leben hier ist Drama, eine Komödie mit psychologischen Spielchen. Ich bin umgeben von so vielen gestörten Persönlichkeiten. Bei Zeiten ist immer ganz nett und lustig, aber manchmal da wünsche ich mir auch einfach nur einen Schlussstrich. Unter diesem Leben ist es wie ewiges Warten und der Bus kommt nicht. Sag mir, warum sonne ich mich nicht in der Bright Side of Life? Ich meine Bright ist weit weg, doch in Sicht. Verliere meine Hoffnung nicht und niemals. Doch manchmal ist der Fahrt schon mal zwischen Genie und Wahnsinn, sodass sie die Fahrt nimmt. Dein Schwung, dein Anlauf, das ist der Punkt, wo ich mir einen ansauf und mich weit weg rauf. Manchmal scheint es, man steht auf dem Schlauch, es geht bergauf und dann mit Vollgas wieder bergab. In Tiefen, in die man niemals scheint gewesen zu sein, ist denn mein Wesen ein, zieh ich mir dieses Leben rein, zieh ich mir dein Wesen rein. Ich weiß, das Leben ist nicht immer Wesen rein, immer soll man lesen zwischen den Zeilen. Doch die Schutzzeichen sind nicht immer zu peilen, wenn wir ganz die Wunden bei den Fischen verweilen. Das Fischenwind rein, man kann nicht immer blind sein, doch manchmal muss man's anscheinend, um weiter am Leben teilzunehmen, um einen anderen Teil der Geschichte zu sehen. Denn wir wollen Geschichte erleben und schreiben, doch reiben uns auch an den kleinen Themen. Nein, ich bin nicht müde vom Leben, nur müde vom Stehenbleiben bei viel zu starkem Wind. Manchmal, wenn der Wind Fahrt aufnimmt, möchte ich einfach mit ihm fliegen oder doch einfach liegen bleiben und in mir all die Liebe dieser Welt vereinen. Bin ich mit dir vereint, bevor sich die Geister scheiden, möchte ich meinen Geist mit dir teilen. Wir beeilen uns, um den Anschluss nicht zu verpassen, um dabei den Überschuss zu verprassen. Ich möchte alles, was da kommt, gelassen nehmen und liege mal tanzen im Regen, als mich zu verschanzen und immer wieder diskutieren über die gleichen Themen. Immer die gleichen Reden, dabei ist doch so reich das Leben. Schaut mal nur mal, was genauer hin, finde mal genau den Sinn, den man sucht. Doch du fühlst dich verflucht, mit der Welt an sich als rotes Tuch. Doch ich lese die Welt nur wie ein gutes Buch, nur scheinbar ohne Happy Enden. Aber wir hätten keine Zeit mehr zu verschwenden, denn ich will als keiner dieser Zombies enden. Die rennen, um zu rennen, doch kein Ziel ist in Sicht. Und wenn's nicht wesentlich, wir reden nicht mehr über das, was wirklich wichtig ist, weil es betrifft dich nicht, die Medien vergiften dich. Und was heute wichtig ist, verschwinde morgen im Nichts. Mach mir keine Sorgen, nicht außer allem morgendlich. Aber ermorden mich diese Gedanken nicht mehr, denn ein klarer Blick muss her. Hatte nur einen raren Blick auf das schöne Leben bisher. War alles schön am Reden, doch sind am Jammern und Stöhnen. Gilt es, was zu bewegen, sich zu bewegen und teilzuhaben am schönen Leben. Ja, große Reden, schwingen sie, doch verbringen sie ihre Zeit nicht so wie ich meine. Wenn du weißt, trotz ich meine falsche Sichtweise aus einer falschen Sichtzeitweise. Doch Zeitreise ist leider physikalisch noch nicht möglich. Also red nicht und beweg dich, das Rad zerdreht sich und bewegt sich gegen dich, gelegen dich, ist dein Standpunkt nicht wesentlich. Verstehst du das Wesen des anderen nicht, wie die Sicht auf die Dinge. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu, nur wie eine Schlange um deinen Hals es tut. Doch genug von der Wut im Bauch, der Kopf hat genug geraucht, die Wut muss raus. Und deshalb sag ich Gruß und ciao mit Wow.